Schutz vor Passivrauchen hat gedreht. 1,5 Wochen vor der Abstimmung zeigt die zweite Trendumfrage der SRG einen überraschenden Meinungsumschwung. Von jenen, die an die Urne gehen wollen, würden derzeit 41% Ja oder eher Ja sagen. Im August waren es noch 59%. Die Nein-Seite dagegen hat mit 52% deutlich zugelegt gegenüber 36% im August. 7% sind noch unentschlossen. Die Umfrage im Auftrag der SRG wurde vom 3. bis 8. September durch das Forschungsinstitut GFS Bern durchgeführt bei 1.404 Stimmberechtigten in allen Landesteilen. Politologe Claude Longchamp erklärt den Meinungsumschwung so. Die Initiative wird als Zwängerei angeschaut, als quasi Versuch, das Bundesgesetz, das noch einmal 2 Jahre in Kraft ist, bereits wieder auszuhebeln. Und das ist für viele zu viel. Die Initiative der Lungenliga will die kantonalen Unterschiede beim Rauchverbot in Restaurants beseitigen. Wir haben einen Lungenarzt bei seinem fast aussichtslosen Versuch begleitet, Raucher von einem Ja zur Initiative zu überzeugen. Beim Rauchverbot lassen 11 Kantone viele Ausnahmen zu. In allen Beizen sind abgetrennte bediente Raucherräume erlaubt. Sind die Restaurants kleiner als 80 Quadratmeter, darf sogar im ganzen Lokal geraucht werden. Diese Kantone erfüllen die Mindestregelung des nationalen Rauchergesetzes. So auch der Kanton Thurgau. Beispiel Buswil. Dort steht der typische Landgasthof Sonne, eine Raucherbeiz unter 80 Quadratmetern. Wir besuchen das Restaurant mit Lungenarzt Otto Brändli. Er ist Mitglied des Initiativkomitees Schutz vor Passivrauchen. Brändli und seine Mitstreiter wollen solche Raucherlokale verbieten. Was passt Ihnen denn nicht an diesen Raucherbeizen? Das ist unfair. Jedem Kanton, jeder Gemeinde eine andere Regelung. Das sind ungleich lange Spiesse. Die einen wir dürfen, die anderen dürfen nicht. Es braucht eine gemeinsame, allen gültige Regel. Dann kann man auch miteinander ins Restaurant essen und trinken. Der überzeugte Nichtraucher Brändli wagt sich an den Stammtisch voller Raucher. Ein nahezu aussichtsloses Unterfangen, hier für das Verbot von Raucherbeizen zu werben. Ist ja jedem Gast freigestellt, ob er einkehren will oder nicht. Oder der Gast kann ja entscheiden, wo er einkehren will. Vom Umsatz her könnte es aber schon Einbruch geben, wenn nicht mehr geraucht werden. Die Vereinsamung ist ja da. Wirtin Bernadette Ackermann plagen Existenzängste. Eine Beiz ohne Raucherlaubnis würde sich hier auf dem Land nicht rentieren. Ist das wirklich so wichtig, dass man im ganzen Restaurant rauchen kann? Ja, das ist die Zusammengehörigkeit und die Kollegschaft untereinander. Ich habe auch einen Haufen Nichtraucher, die am Stammtisch sitzen. 7 Kantone gehen weiter als das Passivrauchergesetz von 2010. Sie haben reine Raucherbeizen verboten, erlauben aber abgetrennte, bediente Raucherräume. So auch der Kanton Zürich. Beispiel Elk. Mitten im Dorf steht das Restaurant Frohsinn. Lungenarzt Otto Brändli will mit der Abstimmung in 1,5 Wochen auch solche bediente Fumoirs verbieten. Mich stört, dass da eine Servicemitarbeiterin nicht nur während der kurzen 9-Pause, sondern den ganzen Tag dem Rauchen arbeiten muss. Das bedeutet für sie ein höheres Risiko, lungenkrank zu werden, Herzinfarkt überzukommen, Lungenkrebs, sogar Brustkrebs. Lungenarzt Otto Brändli findet aber auch an diesem Stammtisch keine Sympathisanten. Sie sind auch froh, wenn sie können essen und trinken ohne Rauch. Da haben wir ja schon lange genug Restaurants. Es gibt so viele Nichtraucherrestaurants. Ihr geht uns in die Privatwirtschaft rein und macht uns kaputt in diesen kleinen Landbeizchen. 8 Kantone haben ein besonders scharfes Rauchverbot. Zugelassen sind nur unbediente Raucherräume. Damit erfüllen diese Kantone schon heute die Passivraucherschutzinitiative. So auch der Kanton St. Gallen. Beispiel Flawil. Das Restaurant Rössli betreibt ein unbedientes Fumoir. Wirtin Irene Baumann darf die Gäste nicht bedienen. Erlaubt ist jedoch, ab und zu die Aschenbecher zu leeren und das Geschirr abzuräumen. Es ist grundsätzlich in dem Sinne eine gute Lösung, dass ich kein Personal brauche. Auf der anderen Seite tut sich es nicht vereinbaren mit meinem Gedanken von Gastronomie. Der Gast ist König. Also ganz klar, jeder Gast, der da ist, ist auf dem Abstellgleis. Er muss warten, bis dann vielleicht irgendjemand selber geht und sein Getränk holt. Genau so stellen wir uns das vor. Unbediente Fumoir, nicht ein totales Rauchverbot. Da muss niemand bedienen. Servicemitarbeiter werden nicht krank. Und die ganze Bevölkerung profitiert. Es gibt weniger Herzinfarkte, wenn Regelungen so in der ganzen Schweiz wären und sehr viel niedrigere Gesundheitskosten.
Die Gäste finden an unbedienten Fumoirs allerdings wenig Gefallen. Ich finde, wir haben genug Vorschriften in der Schweiz. Wir reden immer von der Diskriminierung, dass Nichtraucher diskriminiert wird. Und wir müssen aufhören damit. Aber schlussendlich fängt man jetzt einfach an, die Raucher zu diskriminieren. Für Lungenarzt Otto Brändli und das Initiativkomitee wird es schwierig, bis am übernächsten Sonntag genügend Befürworter für ein verschärftes Rauchverbot zu finden.